Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal One Lego Hero. Heute mit einem ganz besonderen Paket, das ich schon lange Zeit erwartet und angeteasert habe. Und zwar dieses Paket hier, yo! Und wie ihr schon seht, es ist von Wicked Brick. Sehr, sehr cool. Ich habe schon aufgemacht, um zu gucken, ob auch wirklich das drin ist, was ich bestellt habe. Und wir machen das Ding jetzt einfach gemeinsam auf und gucken, was drin ist. Let's go! Ja, und so viel Spaß, wie uns das allen bereitet hätte, wenn ich das jetzt live aufpacke, habe ich eben schon mal aufgemacht und reingeguckt. Genau, ihr seht, das war so mit Bubble Wrap verpackt hier. Ich mache das jetzt einfach mal auf, dass ihr das seht. Ich habe eben schon mal einmal was rausgeholt, um mir das mal exemplarisch anzugucken. Und die Sachen kommen so verpackt an. Genau, ich habe eben viermal diese kleinen hier bestellt. Fünfmal. Und fünfmal diese größeren schrägen. Und die wollen wir uns jetzt dann gemeinsam angucken. Eigentlich liegt auch noch eine Anleitung bei, die habe ich schon weggeschmissen. Genau, das Paket brauchen wir auch nicht mehr. Und ich würde sagen, ich baue die jetzt einfach kurz auf. Ja, das war jetzt mal exemplarisch einer von denen aufgebaut. Das ist eben die schräge Variante. Es gibt auch noch eine gerade Variante. Die sieht folgendermaßen aus. Allerdings ist das die kleinere Variante. Die habe ich jetzt mal in kleiner gekauft. Und mit einem Modell drauf können die dann folgendermaßen aussehen. Der zum Beispiel sähe mit einem Modell so aus. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Snowspeeder, wo der drauf steht. Sieht sehr, sehr cool aus. Wird einfach eben unten mit diesen Noppen befestigt, mit diesen Lego-Studs. Greift den wunderbar auf. Hält wie die 1. Jetzt sagt ihr, das ist ein kleines Set. Ich will aber auch was Großes präsentieren. Das werde ich jetzt mal anhand dessen beweisen. Zack. Hier seht ihr zum Beispiel das Republic Gunship auf so einem Stand drauf. Und klar, das ist jetzt ein bisschen eine wackelige Angelegenheit, wenn der Stand klein ist. Aber es sieht eigentlich ziemlich, ziemlich cool aus. Genau. Tja, und so sieht es dann aus, wenn man die alle aufgebaut hat. Da die kleinen, da die großen mit Schräge. Und so sehen die Fingernägel dann hinterher aus. Also das Plastikfolie abziehen ist echt ein Mist. Vor allem, wenn man sich den Müllberg anschaut. Ja, aber ich würde sagen, so wie die jetzt da rumstehen, bringen die uns gar nichts. Wir gucken jetzt mal, wo im Lego-Raum wir die einbauen können. Let's go! Hier habt ihr jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie man die nutzen kann. Hier habe ich zum Beispiel Kylo Ren's TIE Fighter einfach mal in die Luft gehoben. Sieht ziemlich fresh aus zwischen den anderen zwei. Hier habe ich mit einem kleinen Stand den Night Buzzer etwas elevated, damit der ein bisschen mehr vorpoppt vor dem First Order Star Destroyer. Hier habe ich den Troop Transporter ein bisschen angehoben und den A-Wing schräg reingemacht, ob der so bleibt. Das sind jetzt alles nur mal Ideen. Vielleicht stelle ich es auch nochmal um. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Razor Quest hier auf dem schrägen Ständer. Die sieht wirklich cool aus. Dann habe ich hier das Bad Bad Shuttle am Abheben. Das bleibt wahrscheinlich auch nicht so. Aber jo, kann man so machen. Hinten haben wir noch den Star Destroyer. Elevated. Hier den X-Wing mit einem kleinen. Und den Y-Wing angeschrägt. Und hier habe ich noch die Malevolence in die Luft gehoben. Also ihr seht, man kann damit einiges machen. Wahrscheinlich sind es auch nicht die letzten Stands, die ich bestellt habe. Und ja, dann würde ich sagen, das ist erstmal das Ende vom Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao. You